In der Zeit vom 17. bis 24. September 2023 bereiste eine Delegation und Reisegruppe der Gesellschaft der Gendarmerie und Polizeifreunde Kärnten die Côte d'Azur. Als Reiseleiter fungierte unser Mitglied und Freund Professor in Ruhe Patrick Kohlweg, der im Rahmen seiner Lehrtätigkeit als Französischprofessor schon viele Reisen nach Frankreich durchgeführt hat. Die Laune unter den Reisenden war trotz der vorgerückten Stunde und der kleinen Startturbulenzen ganz ausgezeichnet. Auch die flüssige Versorgung mit dem geheimnisvollen Gamslikör alias Brunslach war ganz vorzüglich. Auf der langen Anreise präsentierte sich unser Hofstädter Chauffeur Gerald Munwald als profunder Patissier und servierte bei einer Lenkpause im Veneto einen selbstgebackenen, delikaten Apfelstrudel. So gestärkt und mit etlichen gesetzlichen vorgeschriebenen Lenkpausen erreichte die Gruppe dann gegen 19.30 Uhr das Maison de la Gendarmerie in Saint-Égulf, wo schon das Abendessen und gut gekühlter Roséwein auf die ziemlich hungrigen Kärntner wartete. Im Zuge der Reise wurde auch die Stadt Aix-en-Provence, einer der beliebtesten Touristenorte Frankreichs, aufgesucht. Aix-en-Provence ist eine Universitätsstadt in der südfranzösischen Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Die Stadt war Geburtsort des postimpressionistischen Malers Paul Cézanne. Aix-en-Provence ist nicht nur für seine malerischen Gassen, seine reiche Geschichte und seine atemberaubende Landschaft bekannt, sondern auch für seine lebendige Kunst- und Kulturszene. Jedes Jahr finden in der Stadt zahlreiche Festivals und Veranstaltungen statt, die Besucher aus der ganzen Welt anziehen. Darüber hinaus war es vor allem das Licht der Provence, welches unzählige berühmte Maler in diese romantische Region verschlug. Wie Reiseleiter Patrick erläuterte, ist Paul Cézanne wohl der berühmteste Zeitzeuge dieser Zeit. Seine zahlreichen Bilder rund um das Gebirge Montagne Saint-Victoire sind eindrucksvolle Werke seines Schaffens. Ebenso auf der dichten Reiseagenda war natürlich ein Abstecher nach Saint-Tropez. Das Wetter war einfach perfekt, 25 Grad, wolkenlos. Aus verkehrstechnischen Gründen und dem leidigen bekannten Parkplatzproblem entschieden wir uns für eine Überfahrt mit einem Highspeed-Katamaran vom Hafen Les Isombres. Mit knapp 25 Knoten dauerte es dann nur ca. 25 Minuten, bis das Mekka der Schönen und Reichen erreicht war. Dort war gerade der große traditionelle Wochenmarkt im Gange. Die Massen bewegten sich in Zeitlupe. Das völlig neue und modernst adaptierte Museum von Louis de Funès durfte bei diesem Ausflug nicht ausgelassen werden. Die Geschichte dieses wohl legendärsten Gendarmen der Welt war dort eindrucksvoll dokumentiert. Einige ließen es sich nicht nehmen und posierten vor dem Haus mit dem echten Double von de Funès für ein Erinnerungsfoto. Andere wiederum besuchten auch den Friedhof und erkundeten mit einem kurzen Fußmarsch die Zitadelle bzw. Festung hoch über der Stadt. Auf der Rückfahrt ließ es der Kapitän des Katamarans noch einmal ordentlich krachen, ließ alle verfügbaren PS frei, man sieht es. Wer diese Gegend Südfrankreichs bereist, der kommt an der Parfümstadt Grasse einfach nicht vorbei. Auch die Gendarmerie-Freunden ließen dieses weltberühmte Zentrum der Düfte und des Parfums nicht aus. Die Führung durch das Haus übernahm eine sehr gut deutsch sprechende Hostess,
die über die Geschichte und den aktuellen Stand der Produktionsverfahren und die weiteren Zusammenhänge umfassend referierte. Dass am Ende der Ausführungen der Verkaufsshop stand, war doch ziemlich klar. Die Kärntner Gäste nutzten gerne das breite Angebot von reduzierten Schnäppchen und den damit verbundenen Rabatten ausgiebig. Vom Weltzentrum des Parfums ging es leider bei diesigem Wetter zum berühmten Adlernest in Gourdon, wo man normalerweise eine wundervolle Aussicht auf Nizza und Cannes und die gesamte Region genießen kann. Das 370 Seelendorf liegt 760 Meter hoch auf einem Fels und zählt zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Auch der nächste Ort, Saint-Paul-de-Vence, ist weltberühmt durch seine vielen Künstler, die sich hier niedergelassen haben. Galerie um Galerie reiht sich in den schmalen, idyllischen Gässchen. Ein zwischenzeitlicher Wolkenbruch zwang zu Kaffee und Kuchen in einem der vielen Cafés, hörte aber dann schleunigst wieder auf. Diesen pittoresken Ort kann man in 2 Stunden nur erahnen. Erkunden muss man ihn wohl Tage. Schließlich war dann die Exkursion zum Kommando der Fremdenlegion in Aubagne bei Marseille an der Reihe. Mit dem Bus gelangten wir nach einer kleinen, verkehrstechnisch bedingten Odyssee mit einem einheimischen Lotsen schließlich doch pünktlich zum Treffpunkt bei der Kaserne. Dort wartete schon der Kustos des Museums, Hauptmann Timothée Lebert, bereits auf die Kärntner Gäste. Nachdem er die Besucher freundlichst begrüßt hatte, gab es eine eindrucksvolle Führung durch dieses völlig neu adaptierte Haus, wo die ruhm- und so opferreiche Geschichte der Legion in einer informativen und modernen Zusammenschau präsentiert wurde. Nach knapp 2 Stunden endete die Führung in der großen Ehrenhalle, wo dann dem Kustos ein Ehrengeschenk der Gesellschaft mit einer Einladung nach Kärnten übergeben wurde. Vom Museum ging es dann rund 35 Kilometer nach Puy-l'Aubier, dem Veteranenzentrum der fremden Legionäre. Ein vorbestelltes gemeinsames mehrgängiges Mittagessen im dortigen Restaurant stillte den Hunger vorzüglich. Letzter Punkt war nach dem Essen die legionseigene Boutique, wo die verschiedensten Utensilien, vom Dschungelmesser bis zum Kampfanzug und anderen Dingen mehr zum Kauf angeboten wurden. Ein weiteres Highlight der Reise war der Besuch des Nationalparks der Calanques bei Cassis. Nach einer einstündigen Busfahrt erreichten wir dieses malerische Hafenstädtchen bei bestem, aber stürmischem Wetter. Vom Busparkplatz ging es mit einem Bummelzug zum Hafen. Von dort startete die Exkursion zu diesen majestätischen Klippen bzw. in die Fjorde. Diese erstrecken sich über 20 Kilometer von Marseille nach Osten. Der höchste Punkt ist der Mont Puget mit 556 Meter über dem Meer. Vor der Rückfahrt gab es noch Aufregung pur. Unser Lois hatte den Bummelzug leider verpasst und wurde notgedrungen und freundlicherweise mit einem Polizeitaxi rechtzeitig wieder zum Parkplatz gebracht. Danach gab es zusätzlichen Nervenkitzel bei der Rückfahrt von Cassis über die atemberaubende Route de Crêts, von wo man aus einen tollen Ausblick über die Steilküsten die Falaise de Cassis hatte. Unser Lenker Gerald schaffte diese schmale Bergstraße mit spielerischer Eleganz. Bei einem Halt ganz oben über den Klippen waren einige ganz mutig und wagten sich bis auf wenige Meter an den Rand des Abbruches.
Auf der Rückfahrt gab es für ein Mitglied ein nettes und völlig überraschendes Geburtstagsständchen. Dass man Südfrankreich erkundet, ohne die von Touristen pulsierende Stadt Nizza zu besuchen, wäre sicher ein Frevel. Auf der verkehrsreichen Fahrt entlang der Küste fuhren die Kärntner auch an zahlreichen berühmten Gebäuden und Hotels des Jet-Sets in Cannes vorbei, darunter auch der Palast für das jährliche Filmfestival. Nach dem Eintreffen erkundeten die Kärntner Gäste in einem kurzen Aufenthalt den dortigen aktiven Wochenmarkt und die ungemein belebte Innenstadt mit ihren engen Gassen und Plätzen. Diese Stadt Nizza bietet so viel Sehenswertes, dass ein so kurzer Stopp nur ein kleines Schlaglicht auf diese Blumenmetropole werfen konnte. Aber für mehr reichte leider die Zeit nicht. Auf der Rückfahrt über die Küstenstraße wurde an einer Raststelle hoch über dem Meer ein Picknick gemacht. Die dafür notwendigen Zutaten wurden schon tags zuvor im großen Supermarkt in Fréjus eingekauft. Bei Käsespezialitäten, Roséwein und Bier aus der gut sortierten Buskantine sowie französischen Schinken und Salami in Variationen und verschiedenen sauren Beilagen und frischem Baguette genoss man einen Hauch von Dolce Vita an der Côte d'Azur. So vergingen die Tage im Süden wie im Fluge und schon war der Rückreisetag am 24.09. angebrochen. Nach einem vorgezogenen Frühstück brach die Gruppe dann wieder in Richtung Kärnten auf. Auf der letzten Etappe bei Tarvis wurde dann gegen 19 Uhr ein sehr delikates Abschiedsabendessen im bekannten Hotel-Restaurant Spatiake eingenommen. Um ca. 22 Uhr kamen die Teilnehmer alle wieder gesund in Klagenfurt an.